Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo, der Beta. Ja, ich habe jetzt mal in ins Handelszentrum ein paar Tiere reingeschossen. Ihr seht schon, neben den Straußen haben wir jetzt die Grizzlybären von mir drin, meine Mandrills und Nilwaran. Die anderen haben noch nicht reingeschoben erstmal, aber das sind so die, die wir jetzt als nächstes in unseren Zoo mal reinpacken. Weil der andere Zoo ist ja sowieso im Arsch. Von daher habe ich mir gedacht, tun wir das machen. Ich habe außerdem bemerkt, dass ich in der letzten Folge aus Versehen vergessen habe, den Sound zu aktivieren. Ich habe jetzt, also nicht den Sound, sondern die Musik. Das habe ich jetzt behoben. Und ich habe herausgefunden, warum wir unsere Tiere nicht rein verlegen konnten. Das lag daran, dass ich keine Internet-Connection hatte, mein Internet ausgeschaltet war. Und somit das Spiel sich sozusagen pausiert hatte. Aber ist ja mittlerweile alles behoben. Es funktioniert alles wieder. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin echt selber sehr drauf gespannt, wie die Tiere mit dem offenen Gehegezaun umgehen. Ein neues Tier, afrikanischer Strauß. Ist jetzt ja auch nicht das größte Gehege unbedingt, aber für den Anfang. Schau mal, wie gefällt es ihm? Lebensqualität durch Spielzeug und alles hungrig, durstig. Ja, das ist schon mal klar. Gehege, Gelände. Was ist mit dem Gelände? Zu wenig Gras kurz. Das können wir aber ganz, ganz schnell ändern. Einfach mal hier schnell Farben, Pinsel, Gras kurz und ab geht die wilde Fahrt. Einfach mal hier vorne gleich den Hang schön Gras kurz machen. Machen wir hier außenrum alles. Zu wenig Erde, dann machen wir den Unterschlupf hier relativ erdig. Und zerpasst alles. Jetzt kriegen die hier noch eine... Nee, Einrichtung wollte ich. Einrichtung... Aha, jetzt hört jetzt, wir haben jetzt endlich Musik auch. So, Spendeboxen. So, jetzt brauchen wir noch Infos für die afrikanischen Sträuße natürlich. So, perfekt. Dass dann dementsprechend dort auch das Zeug gegeben wird. Aber der Wasserpool hier ist ja auch natürlich mega. Ob man so unter Wasser Sachen bauen kann? Also dass sozusagen du durchs Wasser durchschauen kannst? Für Tiere, die sehr gern schwimmen oder sowas? Oh, jetzt gibt's Essen für unsere Sträuße. Du, ich würde ein bisschen Schiss haben, wenn der hinter mir aufkreuzt. Bist du nicht erwachsen oder was ist mit dir los? Doch, du bist erwachsen. Alpha-Tier weiblich. Das Männchen ist einfach und einiges größer. Ach, er rennt jetzt darüber und sagt, ach, guck mal, was zu essen. Superschön essen. Nee, er legt sich hin. Schaut aber auch wieder... Also, ich muss schon lassen, die Grafik des Spiels... Schau mal, wie weit man da ranzoomen kann. Und man sieht jedes Jahr... Upsala, jetzt ist es verschwunden. Er hat das schon mal aufgefüllt. Wie schaut aus? Ihr seid wahrscheinlich noch durchstich relativ stark. Und ihr habt keine Lebensqualität durch Spielzeug. Haben wir da was für afrikanische Strauße? Nein, haben wir noch nicht. Also will ich mal gucken, was haben wir denn so an Mitarbeitern aktuell? Ein Zoopfleger, Techniker, ein Sicherheitsbeamter, zwei Verkäufer, ein Tierarzt. Dann tun wir noch einen Tierarzt einstellen. Oder vielleicht sogar mal zwei. Weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte, aber wir machen aktuell Gewinn. Von daher. Und dann tut der eine Veterinärforscher sich mal um die Sträuße kümmern und der andere um die Büffel.
und tut die mal ganz schön erforschen. Weil müssen ja auch was wissen drüber, ne? Dann tun wir hier mal... Ich würde hier außen noch gerne an dem Gelände ein bisschen die Größe anpassen und dann hier... Sonst kann man eh nicht umformen, wirklich, aber probieren kann man es ja. So. Schauen wir, vielleicht können wir hier noch das Gelände meißeln. Also nicht so ganz, dass das Meißeln meint. Ist auf jeden Fall nicht das, was ich gedacht habe, wahrscheinlich. So. Der Zaun ist auf jeden Fall noch dicht. Das ist jetzt nur das Wichtigste, weil wenn der natürlich nicht dicht wäre, wäre das so dezent beschissen. Und dann lässt er sich auch nicht mehr anpassen. Aber die Straße gleich kommen gut an. Da ist noch nichts reingeflossen. Was? Die haben noch nichts gespendet, aber da sind voll viel. Was geht hier ab? Schau mal, wie reagieren die auf die Tiere? Die schauen sich an. Kommt, spendet. Spendet für die armen Sträuße. Spenden denn die nix? Okay, stopp. Was ist jetzt hier los? Reichung Forschungszentrum. Wieso? Ist alles erreichbar, oder? Bin ich jetzt doof? Veterinärforschung abgeschlossen. Mit den Kalfbüffeln weiter. Wird auch weiter erforscht. Perfekt. Und dann können wir den dementsprechend auch noch... Veterinärforschung abgeschlossen. Diesmal wahrscheinlich die Sträuße. Weiter. Perfekt. Und vielleicht haben wir jetzt für die Gehege Spielzeug. Ja, haben wir. Darüber müsste sich doch der Strauß jetzt freuen, oder? Lebensqualitätsmäßig. Genau, Qualität durch Futter haben wir halt noch nichts. Das habe ich halt noch nicht, aber man kann auch nicht alles haben, ne? So schaut es nämlich aus. Oh, was jetzt schon wieder? Veterinärforschung abgeschlossen für die Büffel, oder? Ja, nächste Stufe des Büffels freigeschaltet. Das ist super, wenn wir die so schnell erforschen. Und dann kriegen wir natürlich die dementsprechenden Sachen, die für die anderen Tiere dann wieder auch praktisch sind. Bloß, dass er hier zwischendurch wahrscheinlich das Forschungszentrum nicht erreicht, dass wir da halt beides gleichzeitig erforschen. Das könnte natürlich so ein Grund sein. Strauß ist der zweite Stufe erforscht. Was ist denn jetzt hier gerade erforscht worden? Spielzeug. Das schaut gut aus. Gehege. Futterspender langsam. Und zack, haben wir alles erfüllt. Perfekt. Jetzt müsste deren Gehege zu 100% happy sein, oder? Die Tiere müssten halt... Die Ernährungsergänzung. Die Qualität der letzten Mahlzeit war noch nicht so das. Okay. Gut zu wissen. Aber jetzt können wir ja hier... Lebensqualität. Und jetzt können wir natürlich bei den Kaffern, Büffeln dementsprechend auch reagieren. Jetzt gehen wir hier und gehen anstatt zu den afrikanischen Dingern hier zu den Kaffern, Büffeln. Kaffern, Büffeln. Ein Greifball kriegt ihr dazu. So. Sollte sie unter der Lebensqualität schauen. Der Greifball reicht für die schon. Und ein Wasserdruck groß. Ach, ist das sowas zum. Oder auch nicht. Wahrscheinlich kommt es beim Kaffernbüffel noch. Schauen wir mal.
Beides wurde weiter erforscht. Perfekt. Schauen wir beim Kaffernbüffeln rein. Da wird noch viel erforscht. Aber sollte eigentlich schon bei Stufe 3 erforscht worden sein. Lebensqualität durch Futter. Der hat sich gerade echt voll gefreut. Das ist voll witzig. Das ist voll geil einfach. Ah, jetzt halt, schau mal. Reibesäule, Fender, Futterspender, Fass. Perfekt. Veterinärforschung abgeschlossen. Wie weit sind wir denn? Ja, der Kaffernbüffel ist bald gen Ende. Wir brauchen eh noch so ein Gebäude. Aber ich würde dann hier hinten das nächste Gehege noch hinbauen. Oder vielleicht hier so eine Straße durchlegen. Mir würde jetzt erstmal interessieren, haben wir hier wenigstens diesmal schon Spenden? Sind das jetzt, das sind gerade echt Ärsche, kann das sein? Na ja, okay, hier haben wir so 140 gespendet für die Tiere. Wir machen noch aktuell 1000 pro Monat plus. Alter, die Spenden für die Büffel! Was ist das denn? Was? Ach du heiliger Bimbern. Ich tue mir jetzt mal ein paar Mülleimer auf, ein paar normale. Hier mal so die Straße entlang. Damit hier nicht eventuell überall Müll erzeugen. Perfekt. Da bin ich ja voll baff so ein bisschen. Ist das jetzt ein... Ich dachte, das ist ein Wasserdruck. Was ist das denn? Tierpfleger rufen. Mach mal was hier. Ich mag sehen, was das ist jetzt, was ich da forscht habe. Ach, der hat jetzt sich da rausgeschüttet. Aha. Veterinärforschung abgeschlossen für Bababababababam, Strauß und Kaffernbüffel. Und der Kaffernbüffel ist jetzt fertig mit allem, wie es ausschaut. Den Kaffernbüffel haben wir komplett erforscht. Perfekt. Was erforscht denn jetzt noch weiter? Du kannst jetzt anstatt den Kaffernbüffel ein paar Krankheiten erforschen. Ist ja genauso schlau. Das haben sie immer noch nicht. Veterinärforschung abgeschlossen. Auf. Bin gespannt, was für neue Sachen wir noch kriegen. Die Strauße. Cool. Dann schauen wir doch mal, was wir jetzt eigentlich gehegemäßig hier bekommen haben noch. Ein Kegel? Ihr seid ja komplett bekloppt im Schädel. Eine Schlammbad kriegen die. Oh. Was hat unser afrikanischer Freund, der afrikanische Strauß, bekommen? Nicht mehr viel, der Sprinkler und auch eine Beschäftigungsfutterbox. Was aber vorteilhaft ist natürlich, dass das kriegt, oder es funktioniert auch bei vielen anderen Tieren dann. Habt ihr das mal aufgefüllt? Ja, jetzt ist das aufgefüllt. Jetzt ist da auch Wasser drin. Okay, jetzt können wir es wieder mal verlangsamen. Wir kriegen auf jeden Fall Geld dazu, das sehen wir hier. Was perfekt natürlich ist. Und ja, jetzt haben wir das Gehege fertig gebaut. Jetzt ist die Frage, was bauen wir für als nächstes Gehege? Bauen wir so eins, wo man unten durchgehen kann? Was man natürlich auch machen könnte, wie viele... das kann ich unter Zoosleiter nachschauen, ne? Und dann hier unter Forschung, Technikerforschung. Wir haben zwei Techniker. Dann soll der doch mal bitte Barrieren erforschen. Hä? Elektrisch Einwandspiegel ist nicht das Letzte, was wir hier erforschen können. Hä? Ich will meine Barrieren erforschen. Was ist denn jetzt los? Das ist jetzt aber richtig komisch. Okay, schauen wir mal hier. Da ist kein Schwein drin. Kein Verkäufer. Hä? Mal, haben wir nicht zwei Verkäufer eingestellt? Mitarbeiter. Verkäufer 2. Keine Arbeits... Kein Arbeitsbereich. Verkäufer Laden zuweisen. Bestätigen. Ach, muss ich den Hiopais jetzt auch noch sagen, wo sie arbeiten, oder was? Wen hatte ich denn jetzt? Connor. Du kriegst den hier. Bestätigen. Lauf jetzt.
Es müsste ja irgendwann hier der Mitarbeiter kommen. Jetzt ja, endlich. Ey, Leute, die haben auch vielleicht mal Durst. Da, schau her, die haben jetzt hier schon ihren Durst und alles drum und dran. Was mich halt schon wieder verwirrt, dass wir das nicht machen können. Okay, jetzt lassen wir im Schnelldurchlauf währenddessen. Ich hätte gern, was schauen wir. Grizzlybären wären natürlich interessant. Genauso die Mandrillen. Da war nicht auch noch ein Kind dabei. Was ist jetzt eigentlich das Kind davon? Ah, das bist du. Du bist das Jungtier hier. Bedeutet, wenn wir jetzt nochmal auf der Wasserabdeckung gucken, weil Wasser ist ja das Engste, was wir haben, müssten wir die Mandrillen entweder hier hinhocken oder hier hinhocken. Oder wir machen, wie schaut es strommäßig aus? Strommäßig haben wir hier noch vollen Vorteil. Wir müssen sowieso wahrscheinlich hier nochmal so einen kleinen Punkt hinbauen. Dann würde ich sagen, fangen wir in der nächsten Folge an, damit, dass wir nochmal ein Wassergebäude bauen. Ich hoffe, es gefallen, wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!